Wer soll denn damit rechnen? Elex, sagst du? Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Lass mich damit in Ruhe. Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Dann red halt nicht mit uns. Ist es noch was Quest drinnen? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ich meine, er hatte eh nicht viel Zeug. Das waren irgendwie 50 Splitter und ein, zwei Gegenstände. Das war nichts Besonderes, aber wäre halt schön gewesen, die zu haben. Ich hab zu tun. Ich hab zu tun. Warum bist du denn gelber Punkt für meine Quest, mein Freund und Hobgoblin, hä? Bring mir etwas bei. Wie du willst. Bei mir gerade keine Lernpunkte, verdammt. Hey, du! Du gehörst nicht zu uns. Was willst du hier? Ich bin auf der Durchreise. Dann pass auf, wo du hintrittst. Wir haben in Goliath Pflanzen, die sehr empfindlich sind. Und nur, dass wir uns verstehen. Ich bin der Oberaufseher der Setzlingfarmen in Goliath und Mitglied des Clans der Nebelkrähen. Also lass mich dir einen Rat geben. Halte dich an unsere Gesetze und mach keinen Ärger. Dann wird es dir hier in Goliath gut ergehen. Und halte dich vom Tal im Westen fern, wenn dir dein Leben lieb ist. Dort leben nur Verbrecher und Verbannte. Was ist ein Oberaufseher? Jemand, der bereits so lange in seinem Job ist, dass die Leute entschieden haben, er ist jetzt besser darin, andere Leute zu organisieren, als seinen eigentlichen Job weiterzumachen. Wenn du der Oberaufseher der Farm bist, warum bist du dann nicht dort? Hey, hey, hey! Ich habe mir eine kleine Auszeit mehr als verdient. Als es vor einiger Zeit gegen den Konverter ging, stand ich in der ersten Reihe. Und was soll hier schon großartig passieren? Hast du unsere Befestigungen nicht gesehen? Die Befestigung hat die Mutanten auch nicht aufgehalten, die durch den Fels gebrochen sind. Was zum... Und das sagst du so einfach? Beruhige dich. Sie sind tot. Puh, das sind gute Neuigkeiten. Ich nehme an, wir haben es dir zu verdanken, dass die Stadt nicht überrannt wurde. Hier, ja. Nimm das. Ich habe noch etwas draufgelegt, weil du meinen Fehler ausgebügelt hast. Hoffentlich hat Oryk den Angriff überlebt. Ansonsten habe ich seinen Tod zu verantworten. Ich gehe besser zurück. Ha! Du gehörst den Nebelkrähen an? Sehr richtig. Es gibt drei Clans unter den Berserkern. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Wir stehen hinter dem Gesetz, solange es Sinn macht. Man sollte allerdings niemals blind auf etwas vertrauen, ohne es zu hinterfragen. Wir sind aber auch für die Sicherheit Goliaths verantwortlich. Dann gibt es noch den Eisen-Clan und den Hammer-Clan. Der Clan des Eisens ist sehr, sagen wir, altmodisch. Sie stehen mit voller Härte hinter dem Gesetz. Und der Hammer-Clan ist so ziemlich das genaue Gegenteil des Eisen-Clans. Manchmal denke ich, dass sie das Gesetz am liebsten abschaffen würden. Auch wenn sie nur von Anpassungen und Modernisierungen reden. Naja, so viel dazu. Wenn die Felder sicher sind... Okay. Wir sehen uns später.
Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Wenn ich das richtig sehe, und davon gehe ich aus, weil... Naja, Gründe. Dann ist entweder die Quest verbuggt. Oder wir sind einfach nur... Ich bin einfach nur schlecht, keine Ahnung. Aber das wird auch heißen, wir schauen mal hoch, was Ragnar zu unserer bisherigen Performance sagt. Ja, eventuell bin ich gerade faul. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Du bist auf Angrims Test reingefallen. Das ist weniger gut. Du hast Rogar gefunden und uns berichtet. Das spricht für dich. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Jora meinte, dass du ihn nicht wie gefordert mit Maschinenteilen versorgt hast. Das hätte besser laufen müssen. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du einen Kleriker enttarnt und ihn seiner gerechten Strafe überführt. Sehr gut. Der Mörder Stormson lebt, obwohl du damit beauftragt wurdest, ihm das Handwerk zu legen. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Alles in allem bin ich zufrieden mit dir. Die Stimmung ist um einiges besser geworden. Hier, ich will ja nicht undankbar wirken. So viele Splitter habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Keine Sorge, Duras, das wirst du auch nicht. Und da du jetzt so viel für uns getan hast, sollte es dein Ziel sein, uns beizutreten. Denk darüber nach. Vielleicht lehren wir dich dann sogar eines Tages unsere Magie. Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen. Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram in den Ohren. Das muss aufhören. Geh und such Irdor auf. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich immer was zu tun und er bildet da sicher keine Ausnahme. Ich habe mich um Irdor gekümmert. Und? Nicht der Rede wert. Dann verrate mir mal, warum ich von den Setzern nur Beschwerden zu hören kriege. Nach allem, was ich raushöre, hast du ihnen irgendeinen Fraß aufgetischt. Es wird Tage dauern, bis sie wieder ihre volle Leistung bringen. Und meine Belohnung? Du? Eine Belohnung? Sei froh, dass ich dir nicht das bisschen Elixid abknöpfe, das du bei dir trägst. Ich bin bereit, den Berserkern beizutreten. Du hast also den Wert unseres Volkes erkannt. Dieser Schritt wird endgültig sein. Schlägst du dich einmal auf unsere Seite, gibt es kein Zurück mehr. Mach dir das also bewusst, bevor dein Blut diesen Pakt besiegelt. Ich bin mir sicher, meine Wahl soll endgültig sein. So sei es. Viele Jahre ist es her, dass wir am Fuße dieses Berges unsere Bleibe fanden. In den Ruinen der alten Welt fanden wir Schutz und eine Zukunft für unsere Art zu leben. Allein dem Wagemut und der Stärke unserer Krieger ist es zu verdanken, dass unsere Stadt immer noch dem Feind trotzen kann. Sie sind es, die uns vor dem Schicksal der vielen Menschen, die in den schrecklichen Konvertern ums Leben kommen, bewahren. Nur die mutigsten und stärksten von uns werden den Krieg gegen die Maschine überleben. Das dürfen wir niemals vergessen. Nun ist die Zeit gekommen, ein weiteres Mitglied in unserer Gemeinschaft aufzunehmen. Er kam zu uns als Fremder, doch jetzt steht er in unserer Mitte und hat sich das Recht erworben, einer der Unsrigen zu werden. Nun denn, Fremder, du hast dich durch deine Taten und deinen Mut als würdig erwiesen. Willkommen in der Gemeinschaft der Krieger und der Magie. Alle Rechte, aber auch Pflichten eines Berserkers von Edain werden ab dem heutigen Tage dein Geschick lenken. Mach dich bereit für unseren Kampf für das Leben und die Freiheit unseres Landes. Große Aufgaben erwarten dich.
Ich möchte ganz kurz anmerken, bei den Klerdeckern gab es so ein Blablabla, hier zahl 1000 Splitter und du bist dabei. Das hier ist episch. Faust, Eises oder Giftes. Ah, oh, das ist... Ah, oh, nein! Eis oder Gift. Ich werde auf jeden Fall nicht Feuer nehmen, obwohl Feuer auch cool wäre, aber... Eis oder Gift. Ah! Ich mag beides irrsinnig gerne, wie ihr wisst. Ich versuch's mal mit Eis. Was muss ich tun, um befördert zu werden? Hör mal, Freundchen. Die meisten, die den Rang eines Kriegers bekleiden, haben hart dafür geschuftet. Es können Jahre vergehen, bis du bereit für diesen Schritt bist. Es muss eine Möglichkeit geben, meinen Aufstieg zu beschleunigen. Die einzige Möglichkeit einer vorzeitigen Beförderung ist, dass alle Warlords diesem Schritt zustimmen. Bis dahin wirst du deinen Pflichten als Setzer nachkommen. Schließlich können wir die Felder nicht sich selbst überlassen. Aber wenn ich es überdenke, hast du vielleicht sogar Glück. Die letzten Kämpfe mit den Alps haben uns fähige Männer gekostet. Vielleicht geben sie dir deshalb schneller ihre Zustimmung, als es üblicherweise der Fall wäre. Aber selbst wenn, dann werde ich trotzdem eine gewisse Menge an Lebenserfahrung verlangen, bevor ich dir einen höheren Rang gebe. Großartig. Okay. Das war nice. Wir können das Eiszauber wirken. Hallöchen auch. Warte mal, wir haben nur einen Lernpunkt. Wir haben doch die Ability, dass wir pro Level Up extra Ding kriegen. Ach, Attributspunkt, nicht. Oh, aber es ist auch gut. Da sind die 11. Oh Gott. Okay, 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 okay. Okay, gut. Technik. Ha. Mit Cormac werde ich viel Spaß haben, das weiß ich jetzt schon. Du bist dann wohl der Neuzugang im Lager. Es kommt selten genug vor, dass wir neue Leute in unsere Reihen lassen. Wurdest du von Ragnar bereits über deine Pflichten als Setzer informiert? Ja. Ja, dann ist ja gut. Überspringen wir den Teil und kommen direkt zu deiner Aufgabe. Als erstes wirst du dich bei Born melden. Als Oberaufseher über die Setzlingsfelder ist er mit Sicherheit froh über eine weitere helfende Hand. Geh zu ihm und lass dich über deine Aufgabe auf den Feldern in Kenntnis setzen. Du scheinst kein Niemand zu sein. Das will ich meinen. Ich bin der Warlord des Hammerclans. Und als solcher der Schrecken unserer Feinde. Es gibt nichts auf der Welt, das ich mit unserer Magie messen kann. Wir tragen das Mana in uns. Unsere Körper sind ein unerschöpflicher Quell der Macht. Unsere Magie ist stärker als alles, was es auf dieser Welt gibt. Selbst die Energiewaffen der Kleriker können es nicht mit unseren Kämpfern aufnehmen. Bring mir etwas bei. Ja. Falscher Lehrer. Da ist der, das heißt hier unten müsste die Magie gelehrt werden. Wie ich sehe, hast du dich uns angeschlossen. Es freut mich, neue Leute bei uns willkommen zu heißen. Durch den Angriff auf den Konverter haben wir viele gute Männer und Frauen verloren. Wir können es uns nicht leisten, so geschwächt dazustehen. Willkommen bei den Berserkern. Bring mir etwas bei.
gut. Ja, bei dem kann ich Magie lernen, sehr gut. Will ich Mana lernen, sprich halt religiöses Schaden. Ja, das auf jeden Fall. Brauche einen Punkt auf Gerissenheit mehr, ja. Ich bin sehr gespannt. Wie diese Fähigkeiten funktionieren, aber es ist genauso wie. Ja, es ist genauso wie bei den Kleriken auch mit dem Handschuh. Aber es ist okay. Finde ich super. Ich mag dieses Ding. Cormac schickt mich. Cormac? Er sollte mir doch neue Setzer zuweisen. Gehörst du etwa zu uns? Ja, ich bin jetzt einer von euch. Das freut mich zu hören. Wir können auf den Feldern jeden Setzer gebrauchen, den wir bekommen können. Du wurdest mir doch zugeteilt, um auf den Setzlingfeldern zu helfen, oder? Ja, wurde ich. Das freut mich zu hören. Wir haben ein echtes Unkrautproblem auf den Setzlingfeldern. Es gehört nun zu deinen Pflichten, sich darum zu kümmern. Ich habe letztens jemanden damit beauftragt, das ganze Unkraut auszureißen, aber es beginnt schon wieder, sich über die Felder zu verteilen. Such die Unkrautpflanzen, die ihre Samen an den kleinen Wasserfällen zwischen den Feldern verteilen, und reiß sie aus. Komm wieder zu mir, wenn du damit fertig bist. An den Wasserfällen. Yay, Gartenarbeit. Ich pflücke hier mit Unkraut, weil ich das gerne mache. Ah, nee, eigentlich nicht. Das ist tatsächlich etwas, wo ich früher, als ich auch in Österreich gelebt habe, mich immer vorgedrückt habe, Gartenarbeit. An sich keine schlechte Arbeit, aber... Ich war halt immer irgendwie so... Ja, keine Ahnung. Sagen wir so, ich habe keine grünen Daumen. Und ich habe es mir lange eingeredet. Mittlerweile... Also ich habe da natürlich paar Arbeiten gemacht, wie Rasen zu mähen oder so, aber... Ja, keine Ahnung. Irgendwie vermisse ich es heute. So, mal schauen, was uns als nächstes aufgibt. Ich habe das Unkraut für dich. Was meinst du damit? Ich habe alle Pflanzen an den Wasserfällen ausgerissen, so wie du es gesagt hast. Und jetzt hast du sie mir mitgebracht? Ja. Oh, du Idiot! Was soll ich denn mit dem Unkraut? Schmeiß es gefälligst in die Komposttonnen. Sie stehen links neben dem Haus der Setzer. Die findest du aber alleine, oder? Trottel. Das ist schön. Das ist schön.
Das wäre ungefähr ich bei der Gartenarbeit gewesen früher, ja, definitiv.